Ah, hallo Instagram. Kai Vogt ist mein Name, Börsenblatt Young Excellence Award 2023. Ich freue Können. Da bin ich auch gerade dabei, die beiden reinzuholen. Wir machen das nämlich im Doppelpack sozusagen. Immer haha. Und da sehen wir schon Alexandra Koch, aka Read Pack Blog. Hallo. Jawohl, und Johanna Gradl ist auch da. Schön, dass ihr da seid. Ja, hi. Heute, wenn wir jetzt nach den Mietpreisen gehen, dann ist es heute besonders teuer, ne? München und Frankfurt sind hier vertreten. Das heißt, da sind wir hochkarätig aufgestellt und mit euch beiden inhaltlich und personell auch. Also schön, dass ihr da seid. Wir machen das so, wie wir das letztes Jahr auch gemacht haben, als die Wahlkabine live gegangen ist. Die Börsenblatt Young Excellence Award Wahlkabine ist ja seit heute geöffnet und ist es noch ein paar Tage. Und wir wollen euch live vorstellen und wir haben so ein kleines Spiel vorbereitet. Ne? Die beiden haben zwei Karten, eine grüne, eine rote. Und ich werfe euch jetzt Fragen zu und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich habe ein zeitintensives Hobby. Ach so, Genau, ist das schon ein die Frage? Papa, eine grüne Karte. Ja, das ist schon die Frage. Genau, also das ist eine Frage. Genau, grün ist ja und rot ist nein. Aha, genau. Jetzt bin ich mal gespannt. Man könnte nämlich sagen, okay, Lesen ist bestimmt ein zeitintensives Hobby, aber habt ihr das damit gemeint? Ich weiß von Johanna, du hast ein Hobby, das ist vielleicht sogar mehr als ein Hobby, ne? Ja, ich mache Musik auch noch privat und deswegen, das ist auch sehr zeitintensiv, wenn man sich denn gut reinhängt. Ja, das glaube ich. Und da gibt es auch auf deinem Account auch einiges zu sehen. Da wird man auch fündig, ne? Das ist so richtige Genau. ja, Party. Ne? Ihr rockt so einen Campus und so, Ja, ne? so Da ist das so. Elektropop machen wir. Das ist Genau. gute Tanzmusik. Ja. Und Alexandra, hast du dich auf Bücher bezogen oder gibt es noch mehr Hobbys? Ach, es gibt noch mehr, aber ja, zum Teil der Blog hat ja auch als Hobby gestartet. Und alles, was man da zusammenfassen kann, Fotografie und die ganze Technik, das frisst schon sehr viel Zeit, ja. Auch wenn es Ja, nicht mehr das nur stimmt. ganz Hobby ist. Also vielleicht eine halbe Karte, ja. Ja, die schreibt ja immer auch gerne nach draußen bei den Fotos, habe ich gesehen. Das ist immer sehr kunstvoll und schön. Und ich glaube, ganz aktuell warst du auch gerade wieder auf einer Fotosession, habe Ja, ich ich habe gesehen. Ja. gerade so ein bisschen Zeit und da versuche ich ein bisschen rauszukommen. Ja, cool. Okay, weiter mit unseren Fragen. Lieber Homeoffice als Büro? Karte ist jetzt Homeoffice? So, ja, Homeoffice ist grün. Stimmt, das ist ein bisschen kompliziert, Nee, so, ne? Homeoffice. Klar, das ist ja ein. Aha, okay. Also fangen wir mal mit dem klaren Homeoffice an. Du arbeitest ja eigentlich hast du ja einen IT-Job, ne? Ja, so Schnittstellenjob quasi. Also ich bin kein reiner ITler. Aber ich mag Homeoffice total gerne, weil man irgendwie doch mehr von seiner Freizeit hat. Also die Übergänge sind bei mir so ein bisschen unmittelbarer und man verbringt nicht so viel Zeit auf den Wegen zwischen Büro und genau. Ja, genau, das kenne ich und mir geht es auch so, aber es gibt so ein Jein, ne, hier. Ja, bei mir war das ein Jein, weil ich schätze beides so, je nachdem. Ich habe eine Einzimmerwohnung, deswegen ist Homeoffice halt die ganze Woche immer nicht so cool, weil ich dann immer im gleichen Raum bin und manchmal brauche ich die Atmosphäre im Büro einfach, um gut produktiv sein zu können. Aber wie Alex schon gesagt hat, also gerade wenn man abends noch was vorhat und die Wege sich so ein bisschen sparen kann, ist Homeoffice natürlich super. Ja, hast du im Verlag viel Kontakt mit denen, also arbeitest du viel mit Kollegen Ja, zusammen, ist da viel schon. Zurufen Ja, vor und allem mit den direkten so. PressekollegInnen und aus dem Marketing auch. Ja, und habt ihr bei DTV so eine Zubrüllkultur oder macht ihr so Meetings miteinander? Boah, gut, ich glaube beides. Also wir haben schon auch regelmäßige wöchentliche Meetings, in die natürlich die meisten Dinge genommen werden sollen, weil dafür sind die natürlich auch da. Aber gerade wenn die Sachen nur einzelne Personen betreffen, wird das einfach schnell bilateral geklärt. Ja. Ja, meine Kollegen haben mal überlegt, ob sie mir so eine Ampel auf den Tisch stellen sollen. Ne? Weil ich dann immer, wenn ich mitten im Workflow bin und dann kommen die und sagen, ach, übrigens kurz. Dann, ach, genau. Also so ein gesundes sowohl als auch. Okay.
Ohne Deadline kann ich nicht gut arbeiten. Ah, oh, da gehen die Meinungen auseinander. Du machst ja selbst die Deadlines, oder wie? Ich? Alexandra? Nee, Oder? Alexandra nicht. Okay. Nee, also ich brauche schon Deadlines, das meine ich. Also wenn ich selber mir Deadlines suchen muss, dann versagt es auch mal. Aber da ich ja, wie gesagt, aus diesem Technik- und Projektbusiness komme, bin ich das auch einfach gewohnt, dass man so auf bestimmte Termine hinarbeitet und sich daraufhin organisiert. Deswegen setze ich mir dann einfach irgendwelche Erscheinungsdaten oder setze mir einen Redaktionsplan für den Blog und dann geht das auch ganz gut. Ja, verstehe. Und bei dir, Johanna? Also ich finde Deadlines immer sinnvoll, aber ich kann auch ohne. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie viel gleichzeitig gerade ansteht. Und gerade wenn ganz viel gleichzeitig ansteht, kann ich super gut ohne Deadline. Wenn ich viel Zeit habe, brauche ich eine Deadline, sonst trödel ich. Verstehe, aber das kommt wahrscheinlich nicht so oft vor, könnte ich mir vorstellen, oder? Das Ja. ist ja eher ein beunruhigendes Zeichen, ne? Wenn zu wenig zu tun ist, ist es immer komisch dann, ne? Nachts kann ich am besten arbeiten. Okay, das lassen wir mal so stehen. Lieber Katze als Hund. Ach so, ja. Oh, ah, okay. Schön, ja, ich sympathisiere damit. Ich habe mich schon mal auf die Straße geklebt. Nein. Gut, man kann auch schlecht, ich fühle da auch mit, weil man kann schlecht lesen, wenn man an die Straße angeklebt ist. Deswegen auch von meiner Seite ganz klar, nein. Lieber Kino als Couchen. Oh, nein, dann schieß mal los. Du gehst jetzt, wo man wieder ins Kino gehen kann, sozusagen. Bist du auch gerne da, oder wie? Also ich weiß jetzt nicht, wen du meinst, aber ich kann mich gar nicht so genau entscheiden. Kino ist ein bisschen konzentrierter aufs Medium Film. Auf dem Sofa, Ja. dann drifte ich doch eher zu Social Media ab. Deswegen ist das gemütlicher, aber Verstehe. nicht unbedingt besser. Was ist, wo trifft man dich in Frankfurt im Kino? Astor Film Lounge Ja, oder wo? meistens im NTZ, Programmkino. eher mein Ah. Taunuszentrum so. Das Ah ja, ist okay. barrierefrei meistens noch das größte Angebot. Ja, verstehe. Ja. Ja, Astor, glaube Ich weiß ich. nicht, wie gut die sind, aber Ja. meistens ist die Auswahl recht begrenzt, um irgendwo reinzukommen überhaupt. Ja, das verstehe. Dann hat man immer Treppen, Treppen, Treppen. Irgendwann, ne? Ja, genau. Und Johannes aber lieber Couch. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber also generell ist es zu Hause einfach bequemer und flexibler. Ja, dann überspringe ich mal hier ein paar Fragen. Lieber Serien als einen Film. Aha, passt ja zu der Antwort eben. Okay, ich habe schon mal eine Torte ganz allein gegessen. Also ich Oh, glaube, ich ne, aber ne, zählt so was? eine, nein, so eine Tyrol-Torte, zählt das? Also ich Ne, glaube, was für eine Torte? die Tyrol? Tyrol-Torte, die Benjamin Blümchen-Kindertorte, diese, die man sich Ah. so zielgefroren kaufen kann. Ich glaube, Ah ich habe da ja, notgedrungen mal eine gekauft und dann hat sie doch keinen anderen Einsatz gefunden. Ja, ich muss mich mal ein Aber die bisschen sind nur so ganz tiefer klein. setzen. Ich bin so skalpiert. Ah, oh, das ist zu viel. Oh, okay, gut. That's life. Dann bin ich skalpiert. Okay, ich brauche morgens keinen Wecker, um aufzustehen. Okay, bei euch. Snoozt ihr dann oder? Ja, Du schon? Okay, sehr Alexandra oft. nicht. Du sagst dann so, raus geht's. Ich muss Du zu hast keine früh Zeit mehr raus. zum Ich kann nicht Snoozen, zu, weil du. genau, ich kann nicht Also, zu früh. Also ich fange okay. meistens um Ja. 6 an zu arbeiten oder 6:30 Uhr und dann was. Wow, das ist früh, Ist ja. mit Snoosen nichts mehr geschafft. Ja, aber kein Wunder, dass du dann Homeoffice, dass das sowieso praktischer ist, weil das macht dann nicht so viel Spaß. Genau. Verstehe, verstehe, verstehe. Ich kann einen Zaubertrick vorführen. Nee. Okay. Bei die ganz doofen Fragen hat sich übrigens, kleiner Disclaimer, ChatGPT ausgedacht. Also die mit der Torte und dem Zaubertrick. Genau. Ich führe ein Tagebuch. Oh, machst du das schon lange? Oder ist dein Blog dein Tagebuch? Nein, nein, ich schreibe seit 2 Jahren jeden Tag 3 gute Sachen auf, die mir an dem Tag passiert sind. Egal wie beschissen der Tag war. Einmal kurz durchatmen und sagen, okay, was war vielleicht doch noch ganz, ganz okay oder ganz wertvoll.
Und das hat viel mit mir gemacht. Ja, cool. Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, so ein Dankbarkeitstagebuch quasi, ne? So ähnlich wie du. Dann habe ich gemerkt, da steht eigentlich jeden Tag dasselbe drin, dann habe ich es nach einem halben Jahr ja, aufgehört. Aber ja, das ist eine interessante Angewohnheit. Was hat es mit dir gemacht? Machst du jetzt Sachen anders? Freue mich auf mehr Sachen. Also so gerade was Jahreszeiten angeht. Ich habe früher nur den Sommer gemacht und dachte so, ja, im Rest da habe ich ja nichts, was mir irgendwie Spaß macht. Und dann merkt man doch, auf was man sich so im Jahr freut oder wer oder was einem irgendwie was Gutes tut. Das gibt einen anderen Fokus. Also ich bin nicht mehr so muffelig, glaube ich. Okay, gut. Wir überlegen uns, ob wir das nochmal oder überhaupt mal dann in Angriff nehmen. Okay. Hast du, nee, ich muss anders fragen. Ich habe beim Lesen in der Bahn schon mal laut gelacht. Okay, was war das Buch? Oh, Weißt sehr gute du es noch? Frage. Ja. Nee, ich weiß es leider nicht mehr. Nee, ich weiß es leider wirklich nicht mehr. Aber ich glaube, mir passiert das total oft. Ich lese super viel in der Bahn, wenn ich auch auf dem Weg in den Verlag bin oder so. Und wenn es lustig ist, lache ich sehr oft. Ja, also das sind die Blicke der Mitreisenden dann vor allem in Erinnerung geblieben. Ja, man wird manchmal komisch angeguckt. Das stimmt. Okay, ich glaube, ich hätte hier noch ein, zwei Fragen, aber wir wollen ja vielleicht noch ein bisschen was über euch erfahren. Ich habe euch, so ein bisschen haben wir euch jetzt ja schon kennengelernt. Es gibt auch die Porträts auf Börsenblatt.net, da kann man auch noch mehr nachlesen, was man sich dann natürlich fragt, beziehungsweise Alexandra, du hast schon gesagt, ja, barrierefrei, die Leute kennen dich sowieso von deinem Blog, von dem Readpack-Blog, den du jetzt seit 10 Jahren schon machst. Und im Porträt sagst du auch, dass es am Anfang eine ziemliche Hürde war, überhaupt so persönliche Sachen rauszulassen. Ne? Und diese Frage, ist das für dich immer noch ein Thema? Da ist so viel zu offenbaren oder ist es. Nein. Also mittlerweile ist das okay, weil man auch so seinen Raum gefunden hat und weil ich auch froh bin, den Raum einnehmen zu können in der Art, wie ich das jetzt mache. Am Anfang war das diese Unsicherheit, wird das aufgenommen, wird man darauf reduziert. Man will ja auch kein Token sein, also dass man dann nur die ist, die irgendwas mit Behinderung macht. Und das waren so diese Unsicherheiten, die am Anfang bestanden haben. Und das hat sich aber zum Glück gelegt, weil ich einfach merke, dass das richtig aufgenommen wird zu großen Teilen. Ja, du hast den Blog ja nicht alleine gestartet, aber du hast ihn dann alleine fortgeführt. Würdest du jetzt sagen, okay, ich mache das jetzt weiterhin alleine oder hältst du im Prinzip Aussicht nach einer Mitstreiterin, einem Mitstreiter? Also ich caste nicht mehr, weil es hat damals sich wirklich aus der Freundschaft ergeben, dass wir das zusammen gestartet haben. Meine Freundin ist krankheitsbedingt ausgefallen, leider. Also das war dann auch nach vielen Versuchen nicht mehr möglich, dass sie das mitführen kann. Und irgendwie hat sie es falsch angefühlt, das zu ersetzen. Aber ich habe mich so unter diesem Namen trotzdem noch wohlgefühlt und habe es deswegen so gelassen, weil das dann auch ein bisschen zu mir gehörte. Aber ich suche jetzt leider keinen. Also ich habe keine Stelle zu besetzen. Also, okay, kein Casting, das Casting Kein ist Casting dafür, abgebrochen. nein. Ja, jetzt eine ganz andere, naheliegende Frage eigentlich, weil Johanna, du hast ja beruflich mit Bloggerinnen und Blogs zu tun, also man könnte ja mit Fug und Recht sagen, du bist eine der ganz großen Spezialistinnen, was Buchblogs überhaupt angeht, weil sich das bei dir durchzieht von der Masterarbeit, die auch den Hugendubelpreis bekommen hat, über Feuilleton, ne, dieses große Streitthema, das es damals immer noch gab und damals gab und in den Augen der Feuilletonisten vielleicht immer noch gibt, ne, die so die Blogger nicht ernst nehmen wollten, konnten, wie auch immer. So, und du machst das beruflich nach wie vor. Also naheliegende Frage, seid ihr euch schon mal über den Weg gelaufen, gekommen, habt ihr euch schon mal getroffen, ihr Also beide? in Persona noch nicht tatsächlich, auch auf der Messe nicht, ne? Aber digital, das Aber meine ich per gerade, ne? Mail waren wir Genau. schon im Kontakt. Genau. Ja, die Branche ist dann doch nicht so gut. Das dachte ich mir, aber das wollte ich mal wissen. Alexandra und ich haben uns mal bei S. Fischer getroffen Genau. vor ein paar. Bei irgendeiner Weihnachtsfeier, das war dann. Ja, genau. Also irgendwann vor Corona war es auf jeden Fall noch. Also ich Genau. Da dachte ich, 19 oder so? Ja. Oder 18? Ich weiß es gar nicht, aber ja. wir sind so jung, es muss 19 gewesen sein. Genau. Ja, also das wäre ja ziemlich naheliegend, dass es irgendwie, Ja. Aber dass das ihr kommt euch ja da kennt. hoffentlich dann bei der Preisverleihung. Ja, spätestens dann, genau, die Preisverleihung. Gutes Stichwort.
Es wäre in der Frankfurter Buchmesse am Donnerstag nicht auf dem Messegelände, sondern im Haus des Buches ist das dann. Und so eine schöne Lounge, damit das letztes Jahr auch gemacht, das ist dann schön muckelig und ist auch eine öffentliche Veranstaltung. Wir laden dazu noch offiziell ein, das ist dann mit Anmeldung, aber genau, da feiern wir dann alle zusammen auf jeden Fall. Und da spätestens dann in Persona, dann würde mich mal interessieren, Johanna, bei dir, dein Werdegang, war das irgendwie dann im Studium, das ja dein Master dann in München, glaube ich auch, schon gemacht, bist dann sozusagen in München auch kleben geblieben bei den Verlagen. War dein Kopf da schon drauf gesetzt, dass du sagst, ich will was mit Blogger-Relations machen? Gab es das damals überhaupt, die Stellen überhaupt schon? Es ging so los dann auch. Nein, also das Ziel war eigentlich Presseabteilung irgendwo, wo ich ja auch gelandet bin mit den Blogger Relations. Aber das hat sich tatsächlich eher zufällig so ergeben, weil ich eben erfahren habe, dass diese Stelle zu besetzen ist. Und ich mir dann so dachte, so, okay, es passt eigentlich total gut. Ich habe das schon gemacht. Ich mache das total gerne. Ich beschäftige mich mit meiner Masterarbeit damit. Es war dann irgendwie so total gut passend, aber es war nicht das Ziel, Blogger Relations und sonst nichts. Also ich glaube, das kann man auch gar nicht so bei so einem Nischenbereich so machen, weil es echt wenige Stellen gibt. Und viele davon ja auch schon sehr lange besetzt sind, was ja auch dafür spricht, dass es ein toller Job ist. Ja, wie muss man sich deinen Arbeitsalltag vorstellen? Also ich kommuniziere ganz, ganz viel per Mail mit den BloggerInnen. Ich bekomme wirklich super viele Mails und schreibe ganz viel mit denen, hauptsächlich fragen die Rezensionsexemplare an oder haben mal andere Fragen. Und zusätzlich plane ich dann auch noch Aktionen oder besondere Versende, die berühmt-berüchtigten Bloggerboxen, die es immer gibt, wenn es dann Goodies dazu gibt, manchmal auch Events. Das macht mir ganz, ganz viel Spaß, wenn wir dann auch mal Events machen können zu einem Buch oder zu mehreren Büchern. Genau, also es ist eigentlich sehr vielfältig, was ich da mache. Ja, was das größte Event, an dem du so mitgearbeitet hast? Also das Größte von der Teilnehmerzahl war jetzt im November, glaube ich, war das letztes Jahr. Da waren wir irgendwie 20 BloggerInnen und drei Autorinnen. Und so von der Organisationsgröße hatten wir letztes Jahr auch noch ein Event mit nur 5 BloggerInnen, aber das war in der Nähe von Jena und da haben wir so ein kleines Haus für eine Nacht gemietet und mit den BloggerInnen und dem Autor dort übernachtet und das war richtig, richtig toll. Das hat total viel Spaß gemacht. Ja, schön. Also Klasse statt Masse in dem Fall. Ja, es war einfach was ganz Besonderes, was ganz Spezielles und deswegen nur für weniger Leute. Hast du da auch mitgewohnt dann? Oder? Ja, wir haben alle im gleichen Haus gewohnt. Cool. Wir haben auch zum Teil im gleichen Zimmer geschlafen. Ja. Das hat alles ganz gut so zum Setting des Buches gepasst. Es gab dann auch, wir haben einen eigenen Escape Room dann für das Buch entwickelt. Das war ein Thriller. Und das hat alles irgendwie ganz, ganz gut gepasst, auch mit dem Haus, war irgendwie ähnlich zu dem Setting extra so ausgesucht und ja. An unsere Zuschauenden holt mal, aha, Juli Wolf sieht zu, hallo. Genau. Wer eine Frage hat, ne, gerne hier mal reinstellen. Ich versuche die dann auch zu stellen. Ich bin aber nicht so Insta-Live gestählt wie meine Gästinnen, sagt man Gästinnen vielleicht. Alexandra, machst du viele Lives oder ist das, schreibst du lieber? So viele nicht. Sollte ich vielleicht häufiger, macht mir echt ganz gut Spaß. Aber ich schreibe schon auch lieber. Also ich denke dann an den Rezensionen rum und überlege und wie gesagt, manchmal ein bisschen zu lange, deswegen dieses mit der Deadline. Also ist dann auch gut, wenn ich mal zum Punkt komme. aber nee, mir macht das auch Spaß, mal live zu gehen und so ein bisschen diese Interaktion mit der Community und nicht nur so ins Nichts reinschreiben und gar nicht mitbekommen, wer das so liest und wer das so sieht, sondern Reaktionen und mal Fragen zu bekommen. Ja, das ist schön. Reaktion Sarah Reul sagt, beides tolle Frauen. Genau. Stimme ich absolut zu. So also ein Blogger-Event, wäre das was für dich? Über Nacht mit anderen Bloggern oder ist dir das
zu cozy und zu intim. Ja, also übernachten müsste jetzt nicht unbedingt sein. Das ist auch organisatorisch tatsächlich bei mir immer so gar nicht so einfach zu stemmen. Aber so mal mit Autoren oder Autorinnen irgendwie ein Treffen und das ist dann schon ganz toll, wenn man so diese Wertschätzung vom Verlag auch bekommt, dass man merkt, ja, dann ergibt sich mal eine Möglichkeit einer Kommunikation, die man sonst vielleicht nicht hatte. Also ja, das ist schon ganz Ja, schön. ja, ja. Beim Thema Barrierefreiheit, da musst du natürlich bei Anreise, Abreise und so weiter dann. Das ist einfach logistisch für mich ein Riesenaufwand. Deswegen sind auch die Messen zum Teil so ein, ja, ich habe da mal auch einen Beitrag drüber geschrieben, warum die nicht unbedingt so barrierefrei sind und warum auch digitale Buchmesse für mich ein großer Gewinn war zum Teil. Ja. Und so ist das auch mit den Events. Also das ist ganz toll, wenn sich Verlage Events ausdenken. Aber so aus Teilhabegesichtspunkten ist das halt nicht immer unbedingt stemmbar. Und deswegen, ja. Ja, also du freust dich auch, wenn es virtuelle Angebote Total, genau. Ich freue mich sozusagen. da auch über die einfacheren Events. Genau. Verstehe, verstehe. Okay, ich habe euch im Vorfeld gebeten, dass ihr ein absolutes Lieblingsbuch, das ihr so jedem ans Herz legt oder jeder mitnimmt. Wer will anfangen? Ich guck mal, Johanna guckt so, Ja, springt schon ich der musste, Begeisterung schon aus dem Auge, ja. ja, ich musste so lachen, weil ich überlegt hatte, ob ich was aus dem DTV-Verlag empfehle. Aber dann dachte ich mir so, wenn ich ehrlich bin, ist so mein Go-To, was ich immer empfehle, Ursula Poznanski. Ich bin ein riesen Poznanski-Fan. Und ich habe damals die erste Reihe von ihr, war die Illyria-Reihe, und die hat irgendwie so einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Ich glaube, das ist einfach so, das sind so Herzensbücher für mich. Ich weiß gar nicht, ob die jeder so krass besonders findet, aber ich empfehle das immer, immer, immer weiter, wenn mich jemand fragt. Das ist das Erste, was ich empfehle. Ja, ich glaube, lebt Poznanski in Wien? Ich glaube, das ist eine Wienerin gehen. Ja. Aha, okay, also ganz klar. Ah, ich müsste das eigentlich aufschreiben. Am Ende werde ich wieder gefragt nach all den coolen Buchtipps und dann sage ich, oh, ich muss die Lives nochmal angucken. Verstehe. Alexandra, was ist dein Herzensbuch? Erstens, ich habe schon Witze gemacht bei dem Interview, was wir gemacht haben. Ich empfehle ja mal ein Bilderbuch, deswegen, das mache ich jetzt mal nicht. Ich beherrsche mich und empfehle das nicht nochmal allen an, weil das einfach so ein ganz süßes, inklusives Bilderbuch ist, spreche ich sonst immer darüber. Aber in eine ähnliche Richtung geht auch Raffaella Romagnolo, dieses ganze Leben. Habe ich auch schon angesprochen. Finde ich, passt aber hier so ein bisschen besser in den Rahmen, weil es auch ein bisschen literarischer ist und das Bilderbuch vielleicht doch nicht so ganz die Zielgruppe heute Abend. Ist ein Buch mit auch einer sehr gelungenen behinderten Figur, also einer Nebenfigur, die sehr gelungen ist. Nicht perfekt, aber die ganz viele Sachen ganz richtig macht. Und in dem Buch geht es allgemein um so ungesehene Menschen. Also mein junges Mädchen, das sich so ein bisschen ungesehen in der Familie fühlt, um sozial. Ich habe das verstanden, unbequem. Nee, und Aber auch, sie unbequem, ist auch ein bisschen aber un. unbequem. Sie ist gerne wütend, tatsächlich passt das auch. Sie ist aber ungesehen. Also das ist die so ein bisschen nicht beachtet werden aus irgendwelchen Gründen von der Gesellschaft. Also das Mädchen ist übergewichtig und deswegen struggelt sie so mit den Körperidealen ihrer Generation. Es geht um sozial schwache Familien, die aus anderen Gründen nicht beachtet werden, wenn es um Stadtplanung und wenn es um diese Geschichten geht. Es geht um Altersdiskriminierung. Also es sind so viele verschiedene kleine Facetten von Menschen, die nicht beachtet werden aus verschiedenen Gründen. Das klingt total deprimierend, aber es ist halt sehr spannend, wie das aufgearbeitet wird. Und deswegen empfehle ich das allen, weil es da so ein sehr gutes Beispiel ist, wie man Sachen vielleicht richtig machen könnte. Ja, also Sarah hat gerade wie Ja. getrostet. Antonia war schon mal da, heißt das Bilderbuch. Genau, Ja, genau. die ist Ja, das ist interessiert. das würde ich sonst, aber das wäre vielleicht ein bisschen. Das kann man auf meinem Blog finden, ausführlich und mit Interview und allem, ja. Ja, das ist sowieso eine gute Empfehlung, mal auf dem Blog vorbeizuschauen. Jetzt hast du was angesprochen. Du bist ja auch Sensitivity Readerin. Wir haben übrigens im Börsenblatt gerade eine Serie zum Thema Sensitivity Reading am Laufen. Kannst du mal ganz kurz erklären, wie du dazu gekommen bist und was das für einen Stellenwert in deinem Leben einnimmt? Stellenwert. Also welchen Raum, wie viele Bücher lektorierst du sozusagen? Also quantifizieren kann ich das gerade gar nicht. Das immer wenn ich denke, ach, jetzt sind wir alle großen Projekte fertig, dann kommt das nächste. Also ich habe quasi eigentlich ganz gut zu tun, aber es ist natürlich kein Hauptjob. Also das, wie gesagt, ich bin in einer anderen Branche tätig. Ich mache das aber mit ganz viel Leidenschaft. Ich bin da reingekommen, als diese Plattform
Plattform damals gegründet wurde, habe ich mich einfach mal mit gemeldet, weil ich gesagt habe, ich bin ja als Bloggerin schon ganz lange mit dem Thema beschäftigt und habe, wie gesagt, auch immer so diese Kritikpunkte und dieses, was in den Geschichten mit Menschen mit Behinderungen eben falsch gemacht wird oder was da sehr diskriminierend gemacht wird, habe ich immer gemerkt, aber ich hatte keine Plattform, um das irgendwo auch weiterzugeben. Und habe mich dann aber auch sehr in die Diskurse eingearbeitet. Also was, ich habe ja nur eine Erfahrung, was das Leben mit Behinderung angeht. Und trotzdem so ein bisschen mitzukriegen, was gibt es denn da überhaupt für Gespräche in der Community, was haben die Menschen mit Behinderung für Vorlieben bei bestimmten Begriffen oder bei bestimmten Darstellungen. Und habe dann da quasi angefangen, mich immer tiefer in diese Sache reinzuarbeiten und bin da jetzt ganz gut beschäftigt. Also habe immer Buchprojekte, viele Kinderbuchprojekte erfreulicherweise, was auch zeigt, dass das für die neue Generation, glaube ich, immer normaler wird, dass man solche Themen divers und gut aufarbeiten möchte, dass man das spannend machen möchte. Aber auch schon Serien und Filmen und also verschiedene Beratungen in diesem Thema gemacht. Ja. Ja. Wie ist das beim DTV? Ist das ein Thema? Es ist auf jeden Fall ein Thema, dass eben genau diese Themen Behinderungen, Transqueer, Homosexualität, das natürlich alles ja Beachtung findet und da auch darauf geachtet wird, dass das ordentlich repräsentiert wird und dass das auch richtig repräsentiert wird. Aber ich kann da jetzt nicht ganz genau sagen, wie da die Abläufe sind, weil das im Lektorat läuft. Mhm. Ich kann nur so, also für die Blogger Relations kann ich nur so sprechen, dass wir halt auch versuchen, die Kommunikation inklusiv zu halten und alle zu inkludieren, die sich angesprochen fühlen möchten. Und das ist auch sehr wichtig, finde ich. Also gerade für diese Zielgruppe, die eben sehr affin mit solchen Themen ist, die sehr sensibel auch auf solche Themen reagiert, was ja auch total richtig ist, dass man eine gewisse Sensitivität dafür entwickelt. Und deswegen ist es bei mir immer ganz vorne im Kopf und mir auch total wichtig, dass das ordentlich repräsentiert wird. Mhm, ja, das verstehe ich. Ist das ein Aspekt, aber ein sehr wichtiger Aspekt, wird der größer in der Kommunikation? Also gibt es aus deiner Perspektive inzwischen endlich, muss man sagen, eine größere Sichtbarkeit für? Also ich glaube, dass ich es gerade mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, mit den Bloggerinnen und Bloggern, da ist sowieso schon eine sehr hohe Sichtbarkeit für diese Themen, eine sehr hohe Präsenz, eine sehr hohe Transparenz, eine sehr hohe Rücksichtnahme da. Ich glaube, das bringt diese Zielgruppe einfach auch mit und deswegen ist es, glaube ich, auch schon sehr sichtbar in den Blogger Relations. Ich bin schon auch der Meinung, dass es also generell in den Verlagen, auch in anderen Abteilungen, auch in den Lektoraten, dass es manchmal noch ein bisschen fehlt und dass man da vielleicht noch so ein bisschen nacharbeiten muss. Aber ich bin auch der Meinung, dass das gerade kommt, auch wenn es langsam geht und wenn es eigentlich zu spät ist. Aber es kommt und es sind Leute da, die immer wieder darauf hinweisen und die immer wieder sagen, wir müssen darauf achten, wir müssen darauf hinweisen, wir möchten, dass das gesehen wird, wir möchten, dass sich jeder angesprochen fühlt und dass sich jeder repräsentiert fühlt und zwar auch authentisch. Mhm. Also den Eindruck habe ich bekommen. Im Haus gibt es dann welche, die dann die Flagge hochhalten. Ne? Also nicht nur von außen. Ja. Ich meine, bei Alexandras Wahrnehmung, deine ist vermutlich ein bisschen anders. Ne? Also du bist jemand, der von außen seit 10 Jahren die Flagge hochhält. Nimmst du Änderungen? Ich seit 10 Jahren mache. Also ja, das Sensitivity Reading mache ich jetzt seit 5 Jahren. Würde ich auch sagen. Ich habe auch selber viel gelernt. Also ich habe jetzt nicht angefangen und habe sofort alles irgendwie im Blick gehabt. Ich habe selber ja auch bin in einem System groß geworden, das irgendwie behindertenfeindlich ist. Und ich habe auch ganz viele Sachen selber lange nicht hinterfragt. Und wie gesagt, deswegen war dieser Lernprozess auch für die Sensitivity Reading so wichtig, sich erstmal damit zu befassen. Was hat man denn da für Glaubenssätze überhaupt in sich? Oder was ist denn da so falsch gelaufen? Da, wo ich groß geworden bin, waren Identifikationsfiguren, die Clara aus Heidi zum Beispiel. Mhm. Also da war nicht viel mit, was hat man denn für starke Figuren, die eine Behinderung haben? Ja. Und das musste ich auch erst lernen und jetzt mit dem Sensitivity Reading, wie gesagt, mit 5 Jahren mache ich das dann professioneller und ich merke schon, dass es einen Fortschritt gibt, also dass es größere Verlage werden, dass es größere Projekte sind, die dann angefragt werden, aber es ist schon, wie auch gesagt wurde, es dauert, also es ist nicht so, dass man sagt, es ist auch
es werden leider immer noch Grundsatzdiskussionen geführt und man muss dieselben Erklärungen das ein und andere Jahr wiedergeben und dieselben Interviewanfragen immer wiedergeben, was man sagt, warum seid ihr denn überhaupt da? Und ich finde das so schade. Das ist ein Angebot, was eigentlich eine Unterstützung sein soll. Und trotzdem sind wir seit 5 Jahren dabei, uns zu rechtfertigen. Und das ist ein Punkt, über den ich gerne mittlerweile hinweg wäre und sagen würde, was können wir denn Cooles jetzt machen? Und nicht, warum gibt es euch denn überhaupt? Seid ihr nicht zu sensibel? Also diese ganzen Fragen, das finde ich schade, dass die noch gestellt werden. Weil ich glaube, im Hintergrund gibt es schon genug Leute, die merken, das kann man richtig gut nutzen und man kann da was Cooles gestalten. Aber es ist noch nicht ganz so angekommen. Ja, ich verstehe. Das kam auch im Interview mit Victoria Linea, die Plattform, auf die du dich beziehst, der mitbegründet hat, kam genau dieser Aspekt auch raus, dass es so ein Gap mittlerweile gibt von Verlage, Filmproduktion und so weiter, nutzen schon länger und manche, nicht alle, aber nutzen das ganz normal, so wie ein Lektorat auch. Aber in der Außenwahrnehmung, gerade in der Presse, ne, wenn es ein zweifelhaftes oder schlechtes, sage ich jetzt mal, ein bisschen überspitzt, Lektorat oder Sensitivity Reading gibt oder ein streitbares, das ist das, worüber dann in der Presse diskutiert wird, ne? Und das dann auch so ziemlich alles, was hängen bleibt, so gefühlt, ne? Das meinst du ein bisschen damit, oder? Ich meine, dass man, wie gesagt, in der Presse und so oder in diesen Besprechungen uns dann so generell in Zweifel stellt, warum es das dann braucht. Und diese üblichen, ich mag auch diese ganzen Argumente gar nicht nennen, weil das sind nicht meine Argumente. Ich Ja, weiß auch gar ja, nicht, ja. warum die gestellt werden. Ich weiß nur, dass das eben der Grund ist, weswegen man immer noch diese Basisarbeit betreiben muss und immer noch erklären muss, wir wollen euch nichts wegnehmen. Wir wollen einfach eine Perspektive liefern, die momentan fehlt. Und mir wäre es auch lieber, wenn es diese Perspektiven gäbe. Auch das habe ich ja bei meinem Porträt gesagt. Das ist so dieses, ich komme ja hier nicht, um jemanden zu belehren oder um irgendwas zu verbieten oder irgendwo ein TÜV-Siegel oben dran zu kleben, sondern ich liefere eine Expertise und eine Sichtweise, die bis jetzt gefehlt hat. Und das ist das, was ich meine. Das wird noch nicht so wahrgenommen. Da wird dann diskutiert, ob wir jetzt alle zu sensibel sind und zu empfindlich und was man dann aber erreichen möchte. Das sind so Fragen, die möchte ich mir gar nicht mehr stellen. Ja, gut. Dann hoffen wir, dass diese Fragen in Zukunft nicht mehr so oft kommen und dass du auch mit dem Interview und mit dem Live hier einen Beitrag dazu geleistet hast. Bevor wir jetzt rausgehen, noch ein Wunsch, der sich vielleicht anschließt. Euer Wunsch sozusagen für die Buchbranche, egal ob ganz klein oder ganz groß. Wer will zuerst? Soll ich anfangen? Ja, gut. Mal gucken. Okay. Zuerst zuckt, ich kann das aushalten. Ja, ich hab eigentlich zwei Wünsche. Und zwar einer ist sehr einfach und ich glaube, der ist auch nicht ungehört und nicht ungesagt. Und zwar, dass die Bezahlung des Branchennachwuchs fairer werden sollte. Ich bin der Meinung, ganz, ganz viele in der Branche, der Nachwuchs hat, wir haben alle studiert, und ich glaube, dass das auch entlohnt werden sollte. Es sind sehr viele talentierte Menschen bei uns in der Branche, die im Verlag einsteigen und danach rausgehen, weil die Bezahlung nicht stimmt. Und ich glaube, dass das sehr schade ist, weil genau die Leute, die werden, die ganz, ganz viel für die Branche tun könnten. So, das wäre so Hier sind gerade der erste Wunsch. Feuerzeichen durch Ja. über den Bildschirm geflackert. Ja, das ist Wunsch Nummer eins. Genau. Und Wunsch Genau, Nummer also. zwei hängt vielleicht sogar ein bisschen mit zusammen. Und zwar, ich würde mich ein bisschen mehr über Innovationsmut und Innovationsmanagement freuen, ein bisschen mehr über Ideen auch von eben dem Nachwuchs, der Ideen mitbringt. Und klar muss man immer gucken, was ist umsetzbar, was ist möglich und was nicht. Aber ich glaube, manchmal fehlt auch einfach ein bisschen der Mut und die Bereitschaft, mal was Neues zu wagen in unserer Branche. Und ich glaube, dass das aber sehr, sehr nötig wäre. Und auch sehr, sehr viel noch tun kann und sehr, sehr viel Gutes tun kann für die Buchbranche, weil am Ende wollen wir alle nur das eine und zwar das Herzensprodukt und die Herzensgeschichte verkaufen. Und mit Geschichten kann man aber ganz, ganz, ganz viel machen, was wir vielleicht alles noch gar nicht ausgeschöpft haben. Also, ich sag mal, ein mittelgroßer Wunsch und ein größerer Wunsch waren Ja. das. Gut. Alexandra, wie groß sind denn deine Wünsche? Ich habe es ja gerade schon angesprochen, aber also eigentlich ist das genau mein Wunsch, diese
Hoffnung darauf, dass die Branche ein bisschen diverser wird, dass wir mehr Perspektiven einbeziehen, dass nicht nur gesunde und heterosexuelle Cis-Menschen alles entscheiden, die quasi ja, die Perspektiven, die wir kennen, sondern dass man auch sagt, es werden mehr POC und mehr behinderte Menschen mit einbezogen. Gerade so ein Thema wie das Sensitivity Reading wäre dann, glaube ich, entweder gar nicht mehr nötig oder nicht mehr so ein Reizthema, weil das Bewusstsein für bestimmte Problematiken dann etwas größer wäre. Und je homogener eine Gruppe ist, desto weniger Perspektive, deswegen, desto weniger Problembewusstsein ist eben da für bestimmte Themen. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass man da so ein bisschen wegkommt. Ja, und das ein bisschen bunter wird. Ja, und, ich habe das Gefühl, dass du zum einen nicht die Einzige mit diesen Wünschen bist und dass wir das bei den nächsten Lives, könnte ich mir vorstellen, auch in dieser oder ähnlicher Form nochmal hören werden. Apropos nächstes, das nächste Live ist am 4. Juli, auch um 18 Uhr, mit Monika Kempf und mit Robin Schmerer. Und da hoffen wir, dass wir euch beide vielleicht auch wiedersehen. Dann könnt ihr hier auch Feuerzeichen reinwerfen. An alle, die zugeschaut haben oder sich das jetzt noch später anschauen, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Wie gesagt, die Wahlkabine beim Börsenblatt Young Excellence Award läuft. Das Schwierige für die Zuschauenden ist, ihr habt nur eine Stimme und es gibt 10 ganz, ganz tolle junge Branchentalente und 2 davon haben wir jetzt gesehen. Also vielen Dank. Ihr Lieben, dass ihr da wart Dankeschön. und an Dankeschön. euch noch einen schönen Abend. Macht's Ciao. gut. Tschüss. Ciao.